So Leute, willkommen zurück zu Uncharted 4 A Thief's End. Wir haben im letzten Part diese Tür eingerammt und wollen natürlich jetzt schauen, was sich hier drin so Schönes verbirgt. Vielleicht ein... Was haben wir denn hier? Oh, Professor. Ich dachte, da wäre vielleicht ein Schatz, aber da ist kein Schatz, sondern das sind nur Fässer. Schade, Schokolade. Sorry, Sally. Ja, es war trotzdem witzig, aber trotzdem sorry. Was ist das denn für ein Ding? Oh, noch mehr Fässer. So, Moment, ich kann die nehmen. Okay. Pulverfass werfen. Wartet. Wenn ich jetzt... Warte, L2 halten. Ja, halte L2 und was bringt das? Ach so, wohin ich es werfe? Okay. Ich werf's mal da rein. Hey! Okay. Bringt das was? Ich bin so ein Vollidiot. Oh Mann. Ich dachte, bekomme ich da einen Schatz. Also kein, da putzt ein Schatz raus oder so. Alter, hab ich mich gerade erschreckt. Das gibt's ja nicht. Oh. Junge. Moment, bevor ich das hier weiter erkunde. Wir schauen, was ist denn hier? Okay, was schaust du nach oben? Das war zu viel für meine Nerven. Wisst ihr, was ich cool fände, wenn man hier irgendwie so ein Rätsel lösen müsste und dann würde hier so ein Schatz rauspurzeln aus diesem Ding da. Aber es sieht jetzt nicht so danach aus, als ob ich irgendwo ein Rätsel lösen müsste. Und mit den Fässern, da gibt's ganz bestimmt kein Rätsel, dass ich das auch überlebt habe. Dahinter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja. Auf geht's. Verdammt, zugemauert. Okay, sehen wir uns um. Da geht mir im wahrsten Sinn des Wortes das Lichtlein auf. Ich habe die Fässer gebraucht, um hier durchzukommen. Zum Glück habe ich noch Granaten. Was würden Leute machen, die hier weder Granaten noch... Sag doch Achtung! ...die Fässer haben? Ja, okay, sie können den Kontrollpunkt neu laden, aber... Ja, wird trotzdem irgendwie ein bisschen blöd. Oh, alter Vater, das war sehr... Okay, nee, das ist gar nichts, okay. Ich dachte, vielleicht da oben ein Schatz, der rumhängt. Bis jetzt hing nirgendwo ein Schatz in den Bäumen oder so. Oder vielleicht hing da ein Schatz in den Bäumen und ich habe den halt nicht entdeckt. Vielleicht war einer der drei Schätze, die ich nicht entdeckt habe, in den Bäumen. Kann ja sein. C'est possible, mesdames et messieurs. Aber ich weiß es halt nicht. Heilung, ihr zwei! Und weg ist der. Sam, warte! Also Sam hat die ersten drei Teile ganz bestimmt nicht gespielt. Zeit hätte er gehabt in seinem Knast. Aber der hat wahrscheinlich nicht gespielt. Und der weiß wahrscheinlich nicht, dass er da den Schatz nicht finden wird. Der arme, kleine Bub. Von dem her werden wir ihn leider enttäuschen müssen. Aber, nun gut, was soll es denn? So, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Oh, wie habe ich das? Ich habe das doch schon angesehen und... Ich habe das fast übersehen. Gut, aber zum Glück nur fast und nicht ganz. Krug aus Messing und Elfenbein. Ah, sehr schönes Ding. So, kann ich das hier auch aufschreiben? Nee, wieso will er das nicht zeichnen? Ist hier, hat Sally jetzt gerade gerülpst? Ist hier noch irgendwas? Nee. Oder? Da oben? Komme ich da oben hin? Ich glaube nicht. Ich gehe auf jeden Fall mal runter. Zu holen gibt es hier... Warte. Hier vielleicht? Ich habe es ja vorhin auch bei den Kisten nicht ganz gesehen. Aber nee. Okay, wir müssen uns jetzt hier nicht 50 Mal im Kreis drehen. Hier gehen wir einfach mal weiter. Denn Victor, hier lang! Ganz schön auf der Reihe. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Ja, für dich aber auch. Das Leben deines Bruders steht auf dem Spiel, nicht? Also auch nicht gerade wenig, so. Von dem her. Also ich kann seine Aufregung verstehen, aber... Je höher die Aufregung, desto höher auch der Fall. Von der Enttäuschung her, ihr versteht schon. Ich spreche schon so internetmäßig cool. Ihr wisst schon, ja. Blablabla. Das war eine sehr intelligente Aussage von mir, ne? Okay, gut. Gehen wir hier durch. Hier sollten hoffentlich keine Spinnen auftauchen, so wie in einem anderen Uncharted-Teil. Ne, tun sie nicht, oder? Nein, nur Sally. Wow, großartig.
Allerdings sehe ich keinen Schatz. Hey Leute! Komme! Ja, komm in ein paar Sekündchen. Erstmal ein bisschen umschauen, wie immer, lieber Nate. Und dann gehen wir erst dahin, wo wir hinwollen. Nee, das sind keine Explosionsfässer, oder? Nee. Okay. Gehen wir hier hoch. Bisschen an was mich das erinnert? So ein bisschen an, an die eine Stelle in, nee, das war nicht in Kuwait, oder? Dort, wo wir Alien in Uncharted 3 das erste Mal wieder getroffen haben. Nee, es war nicht Kuwait, sondern es war... Aber was war es denn nochmal? Oder war es Kuwait? Wo die Leute da von oben kamen. Aber hier ist kein Brunnen, sondern eine Kapelle oder ein Turm halt. Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Der Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas II. Und das ist, Das ist Adam Baldridge, das Joseph Farrow und das Richard Wand. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also... Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs, wenn ihr den Arm diesmal genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen. Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört nicht. Genie. Ja. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine... In einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Rauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. In Deckung! Runter! Och nee! Na scheiße! Nein, hinterher! Ich finde das witzig, hab doch gesagt. Oh. Alter, was geht mit dir? Moment, wir haben diesen Granatenwerfen. Aber ich hab doch gesagt, das ist so wie in. Eben nicht Kuwait, sondern in. Alter, wo ist denn mein. Ah, hier, Granatenwerfer. Das war nicht. Wo war's denn nochmal? Jemen war's. Stirb! Bin ich auch tot? Ich bin nicht tot. Aber der Typ ist tot, oder? Der Typ ist, glaube ich, tot. In Jemen war es, oder? Jemen oder Kuwait? Ne, es war Jemen. Oder Kuwait. Eins von beiden. Also, wie viele von denen sind da? Bams! Auf jeden Fall einer weniger. Was? Der hat überlebt. Der Penner hat überlebt. Jetzt aber doch nicht mehr. Und du überlebst den Schlag des Todes auch nicht mehr. So, hier nehmen wir die Granate. So. Wo ist er? Sam, helfe dir. Ich helfe dir, ist doch kein Problem. Hä? Da ist er. So, wo kommen die? Bam! Nein, es war kein Typ mit. Oh Mann, ich wollte die bei den. Komm überhaupt noch? Hey, ich habe auch einen. Hier, zack. Haha, wie schön. Feuer gegen Feuer bekämpfen, das ist das Beste. So, hat er jetzt noch ein bisschen Munition droppen lassen. Tatsächlich. Die brauche ich auch, um die in Schach zu halten. Bams! 2 auf einen Streich. Und am besten noch einen reinschießen, denn ich glaube, die sterben nicht nach einem Schuss. Zumindest der eine ist nicht nach einem Schuss gestorben. Der ist noch immer nicht tot. So, jetzt aber. Dankeschön. So. Nee, für euch verschwenden. Jawohl, komm. No risk, no fun. Bam. Das heißt no risk. Das ist sowieso kein Risk hier. Sondern das ist eher Fun, die hier zu töten. Na, obwohl Menschen zu töten ist natürlich kein Spaß, liebe Freunde. So, runter da. Und selbst zu sterben ist natürlich auch kein Spaß. So, wo sind denn die Gegners? Wo sind die Gegners? Nur noch 100 Meters. Okay, da war noch einer hier oben. Wo bist du? Hä? Wo kletterst du hoch? Nee. Ah, ist hier vielleicht ein... Ja? Ja, Sally? Ach so, soll dir helfen. Easy peasy. Thema. Wenn ich gerade hier oben bin, kann ich noch nach dem Schatz umschauen. Ja, ich weiß, wir sind gerade in einem Gefecht und bla 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 bla. Aber ist doch egal. So, wo ist denn der Typ? Den will ich am besten so töten. Komm. Und. Bams. Pow.
Sehr, 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 sehr fein. Das hat Spaß gemacht. Okay. Herrje, waren das alle? Hoffen wir's. Bist du okay? Ja, ja, alles gut. Ja, hier drüben. Ja. Was hast du denn da? Leichenschein, dann komm, kletter hoch. Ich drück schon die ganze Zeit R2. Ist hier vielleicht am Kronleuchter noch ein Schatz oder so? Nee, wartet. Da könnte was sein. Hier auf diese Säule. Komm, hoch da. Und. Komm ich da hoch? Ich glaube, da komme ich nicht hoch, oder? Kann das sein? Da war ich schon oben. Oh, ich Idiot. Ja gut, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, liebe Freunde. So. Aber nee, da ist nichts. Ich glaube, da ist nichts. So, haben wir uns hier genug umgesehen? Jetzt schauen wir, was Sam gefunden hat. Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. Was denn? Zeig mal. Okay, warte, kann ich das zeichnen? Nee. Wieso willst du die Siegel nicht mehr zeichnen? Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind drei. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan, wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Da, etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein. Ach, Mist. Ja, 2 ist besser als 12. Okay, ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Und wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Verdammt. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Ja, das stimmt. Hey Leute, was geht so? Ich habe dir gesagt, dass es nicht zu viel ging. Wir waren nicht obligiert, alles zu vendern. Ich weiß. Es ist schön. Es ist ein alter Kamion. Du hast ihn zu chargiert mit all diesen Früchten. Es ist gut, ich habe verstanden. Wollt ihr, dass ich eine Dépanneuse appelle? Ich kann sie reparieren. Non, tu peux pas. Sois pas ridicule. Je vais appeler quelqu'un. Je m'y connais un peu en camion. J'ai réparé celui de mon frère la semaine dernière. Celui de ton frère, c'était juste un pneu crevé. Là, c'est un peu différent. J'appelle quelqu'un. Ouais, c'est cool, wenn man Französisch kann. Leider kann ich kein Französisch. Sonst würde ich euch das gerne übersetzen. Ich kann natürlich Französisch. Ich bin ja Franzose zu einem 13., wie ihr vielleicht wisst. So, übersetzen tue ich es euch trotzdem nicht. So, schauen wir uns hier ein bisschen um. Das erinnert mich auch an diesen Marktplatz bei Uncharted 3. Es, klar, es erinnert sich alles an alles irgendwie, aber ja, tut es halt. Tut mir leid. Tut mir leid. So. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Komme ich hier runter? Oder da hat was geblinkt oder bilde ich mir das nur ein? Ich bilde mir was nur ein, aber Einbildung ist auch eine Bildung. Und das sind schöne Trappis. Oder sind das Käfer oder Trappis? Das sind. Das sind Käfer. Das sind Käfer, ja, keine Trappis. Ich bin doch Motorexperte bzw. Fahrzeugexperte der Sonderklasse, von dem her weiß ich das natürlich auch so. Komm. Wieso klett? Oh, ich mag es nicht, dass sie in diesen. Oh, Vorsicht! Bonjour Madame, bonjour Monsieur, oh, excusez-moi, ah, merci. Attention, Mesdames et Messieurs. So. Wir schauen uns gleich auf den Markt um, kein Problem. Aber erstmal will ich hier diese dunkle Gasse besteigen bzw. begutachten. Denn hier könnte durchaus was sein. Oder auch nicht.
Oder es könnte vielleicht hinter dieser Tonne sein. Oder dieser Tonne. Tatsächlich? Haha. Ich hab's gesagt, Leute. Ja, gut, wenn ich an jeder Ecke sage, da ist was, dann ist auch irgendwann mal was. Ein Irrener klug. Moment. Vielleicht haben wir noch in diesem. Also, wir haben einen Schatz übersehen, aber es kann sein, dass wir einen Schatz in diesem Kapitel übersehen haben. Von dem her, ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht ist der Schatz da oben. Wer weiß. Ne, Moment. Da oben kommen wir gerade her und ich kann sowieso nicht hochklettern. Von dem her, ist egal. Come to this place. It's awesome. When you are, c'est incroyable. Ja. Ich glaube, diesen französischen Satz habt auch ihr verstanden. So, das soll kein Problem sein. So, was gibt's hier Feines? Hast du irgendwas? Hey? Darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir in die Staaten zurückkommen. Worauf denn? Hä? Was ist das denn hier? Was ist denn hier? Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Attendez votre tour. Ja, ist ja gut. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites? Ja, ist ja gut, excuse me, ich will nicht nur durch, ich will nicht hier mich in die Schlange drängen. So, was ist denn hier? Veuillez vous présenter à la Rezeption. Was präsentieren? An der Rezeption? Passport, intern. Ah, okay, okay. Wahrscheinlich müssen die hier die Visa beantragen. Ja, okay. Hier ist der Wartesaal. Also, nee. Oder? Alletage. Ne, wahrscheinlich oben ist der Wartesaal. Aber wieso warten alle hier? Je ne sais pas, mesdames et messieurs. Aber vielleicht finden wir es irgendwann mal aus. Wahrscheinlich eher weniger. Hey du! Na, was geht, Oxy? Alles klar bei dir? Habt ihr einen Piratenschatz gesehen? Hey, nicht. Sorry, er ist so ungeduldig. Oh, Mist. Tut mir leid. Ich helfe Ihnen. Oh, Sally. Sei doch nicht so. Entschuldigen Sie, mein Freund, ich habe ihn lange nicht gefüttert. Alles gut. Hast du gesehen, wie sie geguckt hat? Du halluzinierst. Das glaube ich nicht. Na, dann lade sie doch zu etwas Gewürzbrot ein. Gewürzbrot. So, jetzt wollen wir uns natürlich ein bisschen unter das Volk mischen. Bonjour, Madame. Ja, okay, das war schon alles, was ich kann. Où est la guerre, monsieur? Excusez-moi, où est la guerre? Habe ich gerade guerre gesagt? Ich meine natürlich la guerre, nicht la guerre. Ich Idiot. Aber geht einfach mal in ein fremdes Land und fragt irgendeinen Typen, guten Tag, mein Herr, wo ist der Krieg? Und ja, schaut seine Reaktion an. RTL 70. Hä? Was zur Hölle ist RTL 70? Spricht man es anders aus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein bisschen seltsam hier. Hallo, bonjour, monsieur. Salut. Wir sind ja schon Freunde, deswegen dürfen wir uns schon zu... Ah, da ist was. Lass mich mal kurz durch. Was ist das denn? Das stammt aus Averys Zeit. Woher haben Sie das? Ah, mein Freund, das Stück ist einmalig. Ich gebe Ihnen Rabatt. $500. Sie machen Scherze. Ich weiß ja nicht mal, ob es echt ist. Ich gebe Ihnen $5 dafür. Ich gebe Ihnen 50. $400 und es ist echt. Ich habe noch andere Interessenten dafür. Der will es mir nicht rausdrücken. Gib's her. Ach, kommen Sie schon. 200, okay? Mehr habe ich nicht bei mir. Ich kann es unmöglich für weniger als 300 verkaufen. Das ist mein letztes Angebot. Okay, ich nehme es. 300. Nicht. Wirklich? Deal. Hast du gesehen? So feilscht man. Wenn du das sagst. Ich muss mal durch. Oh, das ist ein Schatz. Ah, wie cool. Antiker, Antik in Anführungs- und Schlusszeichen. Heißt das, das ist gar nicht antik? Nee, weil hier, die antike Teedose, die ist auch nicht in Anführungs- und Schlusszeichen. Also hat er sich wahrscheinlich auch ein Spielzeug gekauft für $300. Sehr gut gefeilt, Schnade. Falschlevel over 9000. So, ja, aber allgemein sollte man öfter versuchen zu falschen. Nicht nur in solchen Ländern, wo es öfter Basare gibt und Marktplätze, sondern auch in Möbelläden oder so. Also im Supermarkt kann man eher weniger falschen, aber es gibt den ein oder anderen Ort, wo sich das Falschen durchaus... Was heißt Falschen? Verhandeln, den Preis verhandeln.
bisschen Getreide mahlen kann man auch ab und zu, aber falschen wie gesagt auch so. Äpfel. Kauft frische Äpfel, nur 1500 Ariari. Danke. Sir, aber nein. Möchten Sie einen Apfel? Die besten auf dem Markt. Sir, hier gibt es noch andere Äpfel, aber keine besseren. Nur 1500 Ariari. Sir, Sie möchten doch bestimmt einen Apfel. Nur 1500 Ariari. Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit. Empfehlen Sie mich. Merci beaucoup, Madame. Ich empfehle die eine Apfelverkäuferin auf dem Jahrmarkt, auf dem Markt in... Oh, das sieht interessant aus. Das will ich gerne essen. Auf dem Markt in... Hey, wieso hast du den Apfel weggeworfen? Oh, Nate. In hier, Kings Bay. Auf irgendeinem Marktplatz. Die eine Apfelverkäuferin. Ihr werdet sie bestimmt sehen. Die ist ziemlich aufdringlich und penetrant. So, was gibt's hier Feines? Oh, ein Hähnchen. Ich wollte gerade sagen, ein halbes Hähnchen, aber es ist eher ein ganzes Hähnchen. Oh, ein Lemur, oder? So heißen die Dinger. Kleines Kerlchen, wie geht's dir? Gefällt dir das? Nein, der Turm. Aber Sully, komm, das ist ein Lemur. Komm schon, sag Hallo. Schon gut. Niedlich. Das ist echt niedlich, ich will den behalten. Oh, armer kleiner Lemur. Muss leider hier bleiben, aber was soll. Hey, Sully, er ist wieder da. Schau sie an. Nein. Oh Mann, Sully. Was hast du dazu zu sagen? Du hast ihn verscheucht. Weißt du was? Wenn das hier vorbei ist, kaufe ich mir einen verdammten Hund. Hey, sollten wir hier gesund rauskommen, kaufe ich dir den Hund, Mann. Darf ich ihn Victor nennen? Sicher. Magasin General. Ach so. Das ist auch interessant. So. Hey Nate, soll ich hier eins von denen kaufen? Sully, man muss verrückt sein, um so ein Hemd zu tragen. Es hilft. Bekomme ich hier auch ein Original Gucci-Gürtel für $2? Bestimmt. Alles original, frisch produziert. Hier riecht etwas wirklich gut. Oh, das möchte ich haben. Er hat recht, das riecht gut. Sieht noch nicht ganz so schmackhaft aus, aber es riecht wahrscheinlich ganz gut, wenn es sagt so. Okay. Verzeihung. Ja. Attention, excusez-moi. Ah, salut, ouais. Ah, si. Ja, vor allem Französisch, si. Si. Ein Schaukelpferd und hier diese Schwimmreifen. Vielleicht soll ich mir einen mitnehmen. Ein paar Kunstwerke. Sehr, sehr schön. Ein Typen im Flugzeug, so sieht es zumindest aus. Shambhala! Das Shambhala! Das ist eine Anspielung. Ich wollte gerade sagen, ist das eine Anspielung? Natürlich ist es eine Anspielung. Headspace, gibt es hier noch mehr Anspielungen? Wait for the Kiss. Aber wahrscheinlich sind das auch irgendwelche Anspielungen, die ich nicht erkenne, weil ich mich so popkulturell nicht so wirklich auskenne, leider. Also ihr werdet mir bestimmt in den Kommentaren sagen, hey, das ist eine Anspielung auf blablabla. Ja, und so weiter und so fort. Eine Ananas, ich möchte eine Ananas haben. Ein Baguette. Ah, Baguette. Ich wollte mich auch gerade wundern, dass die Französisch sprechen, aber ist ja klar, wenn Madagaskar mal eine französische Kolonie ist, dass das ihre Landessprache ist. So, noch einer, der Brot malt. Okay, was gibt's hier Feines? Hey, na bitte. Verschlossen. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Diskret. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sully. Ah. Okay, ich würde sagen, das reicht für diesen Part, wie wir da reinkommen in diesen... Ist das der Turm? Das ist der Turm, okay. Das... Wahrscheinlich hier, oder? Das erfahren wir erst im nächsten Part. Ja, hier geht's lang. Okay, Schau mal da. Das Fenster da drüben ist kaputt. Was für ein Zufall. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir beenden aber erstmal den Part hier an dieser Stelle. Ich schaue mich nochmal ganz kurz auf den Marktplatz um, weil uns ja dann Schatz fehlt, um zu schauen, ob ich den hier verpasst habe oder vielleicht im früheren Kapitel, also in diesem Kapitel, das gerade vorhin war. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn du so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Part wieder. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und tüdelü.